Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe Krieg im Norden. Wir sind beim letzten Mal hier angekommen. Der Gestank hier ist schwer zu ertragen. Dies ist sicher ein Unterschlupf der Trolle. Okay. Ich mag den Sound hier immer noch nicht, aber ich kann hier das Video im Nachhinein bearbeiten vom Sound her. Fressbrett. So. Ja. Hab halt übrigens noch mal eine tolle Sache ausgetestet. Und zwar. Ja. Ich habe mal angefangen, weiter Assassin's Creed Valhalla zu spielen. Ja. Einfach nur weil, ey, ich habe jetzt eine RTX 3080. Ja. Ich habe eine PCIe Express 4 mit maximaler Ladegeschwindigkeit. Konzentriert euch auf seine Beine. Festplatte, wo das Ding drauf ist. Ja. Okay, ich hab keinen. Okay, wir snacken mal einen Trank von jedem. Niemanden getroffen, belastend. Was denn? Zack. Ja, und ich werde das Projekt jetzt ein bisschen durchrushen, weil, wie gesagt, es ist ein cooles Game. Ja. Wir machen mal den. Und gehen mal auf. Wille 16. Wille 16, damit dürften wir noch. Ausrüstung, irgendwie was modifizieren können, right? Genau, verbesserte passive Gesundheitsregeneration. Die Reichweite von dem Rundumwirbel. Schlachtruf, Schadensbonus, hattest du. Schlachtruf erhöht die Gesundheitsregeneration statt Reichweite. Ich use den basically immer Trollfelsenhandschuhe. Das sind besser, nehme ich. Ah ja, genau, du bist gegen Trolle noch drin. Du bist ja Anti-Trollhammer. Könnte einem im Internet auch ordentlich helfen, so ein Ding. Ich weiß, der Job war scheiße, aber naja. Genau.
Ja, ich werde jetzt ein bisschen durchwaschen durch das Projekt hier. Am besten Last of Us leider wieder ein bisschen vernachlässigt, weil ich weiß, was jetzt kommt im Projekt. Wie gesagt, ich kenne das Spiel ja schon, Last of Us Remastered, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Keins, wo man sagen muss, wow, muss ich einmal im Jahr spielen. Alle paar Jahre wieder, ja. Doch. Immer mal wieder spielen, auf jeden Fall. Aber das war's dann auch. Nicht so ein Spiel, was man, also Black Flag ist halt so ein Spiel. Es war nicht ohne Grund für viele, viele Jahre lang mein absolutes Lieblingsspiel. Also, wenn man zuerst die ganzen kleinen Leute weg, dann gehen wir auf den antiken Trollhammer. Vermutlich den Troll. Mensch hat sich wegmachen lassen. Da ist der Troll. Hallo Troll, darf ich dir vorstellen? Anti-Troll-Armer. Und weg ist er. Oder? Nein, ist er nicht. Schlag. Weil passive Gesundheitsregeneration nicht nur für mich bewirkt, sondern auch für die Dussel. Kraftfordernder Elbenstein. Hatte ich nicht irgendwas, was man socken konnte? Nee, das habe ich verkauft, weil ich nichts Vernünftiges zum Sockeln hatte. Ne? Kraft von der. Okay. Chance auf Kraftkugel plus 10. Okay. Absolutely not worth it. Also, wenn ich was zum Sockeln habe, tue ich es rein, aber dafür jetzt extra was zum Sockeln zu kaufen, lohnt sich nicht. Besonders wenn es technisch gesehen schlechter ist als das, was ich aktuell habe. So, wir haben recht gute passive Regeneration. Da 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 da. Das ist nämlich wieder nur Gegenstände zerknüppeln angesagt. Ja. Endlich. Da vorne ist Sonnenlicht. Ja. Ich sehe da draußen schon instant wieder Dullis, ey. Ach ja, dich bekämpfte man ja. So. Einfach kurz blocken. Dann raufknüppeln. So, während die das hier macht. Und die Dullis bekämpft. Kraftfelser. Axt. Einhand. Verringerung der Abkühlzeit. Okay, Abkühlzeit ist auch semi-klug übersetzt worden. In Deutschland nennt man das normalerweise Abklingzeit. Auch wenn es beim englischen Wort Cooldown kommt. Was technisch gesehen korrekt, also wörtlich gesehen, das ist korrekt übersetzt, aber sinnlich gesehen, naja.
werde den Adler nicht benutzen, wenn ich nicht muss. Und Hammer auf den Kopf, ey. Meine Güte, haben wir inzwischen wieder Tränke, ey. Mit dem Zwerg ist... Der hält ordentlich was aus inzwischen. Der kann wirklich gut frontlinen. Ich liebe es. Mehr von euch, okay. Also. Du wirst geadlert. So lost bin ich nicht. Natürlich haben die einen Zauberer, was auch sonst. Okay, wir haben so viel Tränke, wir können mal. Wir müssen nicht spawnen. Und in der Fresse. Ich rede hier relativ wenig in den Projekten, weil in dem Projekt. Weil ich mich schon ein bisschen sehr konzentrieren muss aufs Game. So. Also. Selbst in den Dingern, wo ich mit mehreren Leuten rede, ist meist. Im Stein der Stärke. Nice. Ach du Jemine, ey. Ich bin erstaunt, dass das Level noch nicht vorbei ist. Ich meine, normalerweise wechselt man doch die Levelbereiche bei so alten Spielen recht häufig. Geheimnis entdeckt, ausplündern und umhauen, ausplündern. Okay, das ist tatsächlich kein allzu cooles Geheimnis. Lul. Ich sehe hier Truhe. Unser Weg ist versperrt. Gleich Taktik wie gerade eben. Okay. Der ganze Kleinvieh ist weg. Gib mir mal die Trollfamilie-Waffe. Oh. Etwas, das Drachenfeuer widersteht. Hi. Zwei Troller. Immer.
Tempered Esquire Langschwert. Das wurde nicht mal übersetzt. Holy. Das ist auch scheiße. Das Ding wurde nicht übersetzt, aber naja. Wir haben was Sockelbares, was aber schlecht ist, das was ich aktuell habe. Deswegen. Ja, wie gesagt. Schwert des Trolljägers. Großer Kaltfelshammer, hatten wir sowas nicht schon mal? Ja. Normalen Hammer auswählen, nicht mehr Anti-Trollhammer. Wait. Ja. So. Wir überprüfen gleich noch den anderen Weg. Erstmal. Das hier sieht aus wie ein Dead End. Plus ein Wille und 25 Kraft. Aber der gibt einen Erfahrungsbonus und ordentlich mehr Rüstung. Gottverdammt, des Kriegsherrn von Angmar, Alter. Ach, das ist aber zu großer Defensivdrop auf dir. Sorry, Mate. Ein Defensivdrop nehme ich in Kauf. Das war kein Defensivdrop, das war sogar ein Defensivanstieg. Aber dafür haben wir Wille und Kraft verloren. That is actually quite reasonable. Ja. Ich freue mich riesig auf das nächste Projekt. Ich hoffe, dass es schon soweit ist mit dem Anfang, dass wir es kurz vor dem Finale von The Book of Boba Fett anfangen können. Weil das ist so ein Projekt, wo ich denke, dass man gut über The Book of Boba Fett reden könnte. Drin natürlich. Ja. Verkaufen. Ich meine, den Rest behalte ich, falls wir gleich wieder zum Menschen wechseln hier. Hier, 7401. Okay, der ist zweihändig. Zack. Schwupp. Ist gleiche Qualität. Ich wollte auch noch behalten. Okay. Okay, hier ist ja nichts Sinnvolles zum Kaufen verfügbar. Holy shit. Ein Bruchteil auch nichts Neues, krasses. Well then. Geld haben wir jetzt schon, 16.000 Münzen. Nice. Keine Sequenz, sonst werden die Stimmen lauter. Und das ist Bugrieser, ein Steinrieser. Ja, und Belaram kann uns gegen den Jungen nicht helfen. So, jetzt maximal hilfreich. Ja.
finde es schon wie so ein großer und gefährlicher Feind, actually. Ich meine, der hält halt viel aus, der Junge, aber... wirklich gefährlich ist er bisher nicht. Damit treffe ich beide Beine gleichzeitig. Ich muss mir merken, nach links ist links Kraftaufnahme. Lass die Elven in Ruhe. Möbel hin. Gibt mir immer noch so einen blauen Trank. Außerdem habe ich hier nicht irgendwie so ein Ding drin. Das hier beides. Das Wiederauflebens Miruvor. Der chargt beides extrem schnell wieder auf. Ja, okay. Wir haben noch ein Miruvor. Okay, wir haben ihn nicht damit getroffen. Heißt also, der schwere Angriff oder der richtig schwere Superangriff. Macht nicht so viel Sinn wie das Ding hier. Reichweite rollen. Ansonsten volle Möhre. Drauf einknüppeln. Ganz schlechtes Timing.
Ich weiß nicht, wieso ich so geizig mit meinen Tränken bin, aber... Shit, Alter. Da fliegt man weit weg. Bei Steinriesen habe ich auch eigentlich mehr an die fetten Dinger aus Hobbit gedacht. Die so groß sind wie Berge. Das ist ein sehr kleiner Steinriese. Fast schon ist es ein Scheinsteinriese. Hä? Ein Scheinriese. Nein, der war scheiße, ich weiß. Stein und Schein klingt einfach ähnlich und ich bin einfach ein Gymkanop-Fanboy. Obwohl ich das Originalbuch, glaube ich, nie gelesen habe. Ich glaube, ich habe das Original Gymkanop-Buch von Michael Ende nie gelesen. Ich kenne das Hörspiel, ich kenne die Augsburger Puppenkisten-Varianten, ich kenne den Film. Ich kenne sogar... Abwandlungen. Ich kenne sogar zwei Hörspiele. Ich kenne sogar das Englisch-Lernen-Hörspiel. Ja. Ich kenne alles. Und ich habe sogar einen Ausschnitt des Originalbuches. Aber ich glaube, ich habe das Originalbuch nie bekommen. Nur so eine Lesesammlung mit von Michael Ende, wo meine Eltern dachten, dass das Buch drin ist. Aber es ist legit nur ein Ausschnitt von. Also du bekommst immer so 3-4 Kapitel und dann springt der einfach zum nächsten Michael-Ende-Buch in dem nächsten Kapitel darauf. Das ist extrem verwirrend. Rüstung des Ritters. Sirasakil-Vorschlaghammer. Der ist Heiler. Ich sag, dieses Bauteil-Gesundheit, I guess. Es ist vollbracht. Meine Leute sind gerecht. Und seht, hier kommt die Verwandtschaft. Mein Herr. Es scheint so, als hättest du schon genug für uns getan, Beleram. Nicht ich, Herr Gwaihi hier. Euer Dank gebührt diesen dreien hier. Andriel, Farin und Eradan. Sie sind es, die uns von Bar-Grisar befreiten. Dieselben drei, die euch schon in Fornost geholfen haben. Wahrhaftig, ein bemerkenswerter Zufall, dass wir uns wiedersehen. Wenn es denn Zufall war. Eure Schicksale scheinen auf seltsame Art verbunden zu sein. Doch sei es, wie es sei. Wir sind euch zweifach dankbar. Zuerst habt ihr Belerams Leben gerettet und nun den Riesen getötet. Wir sind froh, dass eure gefallenen Verwandten gerecht wurden. Dieser Riese war eine Bedrohung aller freien Völker. Es war richtig, dass wir beisammen standen, um ihn zu vernichten. Gut gesprochen. Doch frage ich mich, aus welchem Grund ihr in die Ettenöden gekommen seid. Dies ist kein Ort für schöne Spaziergänge. Elrond Halbelf schickt uns. Er hatte das Gefühl, der Feind könnte sich hier sammeln. Er dachte auch, wir würden hier einen Diener des Feindes finden. Einen Mann namens Agandar. Beleram erzählte uns von ihm. Doch ich fürchte, dass ihr zu spät seid. Wir haben die Ettenöden während unserer Suche nach Bar-Grisar gründlich durchsucht, doch haben wir keine Spur dieses Dieners des dunklen Herrschers gefunden. Wenn er hier war, dann können wir ziemlich sicher sein, dass er es jetzt nicht mehr ist. Mein Volk wird die feindlichen Kräfte zerstreuen, die sich noch in den Ettenöden befinden. Wir werden vor der Rückkehr Agandars auf der Hut sein. Dann sollten wir zu Elrond nach Bruchtal zurückkehren. Er wird schon ungeduldig auf Nachrichten warten und wir sind schon lange fort. Ich werde mich um einen Boten kümmern.
Mein Herr, ich verdanke diesen dreien mein Leben. Und auch ich glaube, dass Agandar eine ernste Bedrohung der freien Völker des Nordens darstellt. Der Adler nicht weniger als der anderen. Wenn ihr es gestattet, wünsche ich sie zu begleiten und ihnen bei ihrer Suche zu helfen. Du bittest um sehr viel, Beleram. Vielleicht werde ich bald meine ganze Gefolgschaft brauchen. Doch spüre ich, dass diese drei ein großes Schicksal erwartet. Und wie es scheint, bist du nun ein Teil davon. Also gut, ich gebe dir die Erlaubnis, dich ihnen anzuschließen, solange du es für richtig hältst. Wenn Beleram nicht vorhat, seine Freunde in seinen Clown zu tragen, wird er Hilfe brauchen. Wenn es euch recht ist, mein Herr, würde ich sie auch gerne begleiten. Auch ich habe ein Interesse an dieser Suche. Lasst mich der Dritte sein. So sei es. Drei, die die Winde spalten und drei, die auf Erden wandeln. Möge das Glück euch allen hold sein. Armenel, Barantor, ihr seid unter Belerams Kommando. Gehorcht seinem Wort, bis ihr wieder zu uns zurückkehrt. Nun muss ich fort. Viele Mächte sind in Mittelerde zugange und vieles passiert. Ich muss nachdenken, welche Rolle die Adler in all dem spielen werden. Ihr wart eine große Hilfe, wie es die Adler so häufig sind. Danke und leb wohl. Ab zurück nach Bruchtal. Und jetzt haben wir drei Adler dabei. Voll praktisch, oder? Ja. Tja, Leute, an dieser Stelle muss ich leider einen Cut setzen. Das Video ist ein bisschen sehr lange geworden. Und ja, deswegen gibt es an dieser Stelle jetzt einen Cut. Und damit würde ich nämlich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.